Erkundungsreisen und der Austausch mit anderen Kulturen haben neues Gedankengut nach Ägypten gebracht. Ihre Leute entwickeln neue Fähigkeiten, einschließlich neuer Fischereitechniken und komplexerer Steinwerkzeuge. Steigen Sie mit Ihrer Kultur in das Werkzeugzeitalter auf, um Zugriff auf diese Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten. Und somit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe hier bei mir auf dem Kanal von Age of Empires Definitive Edition. Wir steigen direkt in dieses Spiel ein und sind hier auch schon. Das heißt, wir haben die Aufgabe, Jungsteinzeit zu erreichen. Und das Erste, was wir machen wieder, wir bauen als allererstes ein kleines Häuschen und beginnen... Oh, das sieht schön aus. Ich find's gut. Ich finde, das sieht toll aus. Ich zoome mal für euch ran. Ein bisschen noch. Ah, nee, das ist schon die perfekte Zoomstufe. Ich glaube, je näher man rangeht, desto... Nee, so ist schon okay. So ist gut. Das wäre das Maximum. Nee, so ist in Ordnung. Hier ist die Jungsteinzeit. Kostet 500 Nahrung. Also brauchen wir aber dann doch die ein oder anderen Arbeiter. Wir haben hier zwar einen Fischer, der hier gerade seine Fische fängt. Ihr seht das. Er holt aus und zack. Und zwar Holzfäller. Aber diese eine Fischreserve hier reicht nicht ganz aus. Das heißt, mit dem gehen wir mal kurz los. Und schauen mal, wo uns hier noch ein bisschen Nahrung erwartet. Es kann sein, dass wir einen Hafen bauen müssen und ein Fischerbötchen. Ah, hier ist auch noch Fisch. Wir räumen hier oben mal die Bäume. Und da ist auch Fisch. Eigentlich reicht das schon fast für die Aufgabe. Wir roden hier oben noch. Um notfalls einen Hafen bauen zu können. Das Schöne ist, also ich wünsche mir tatsächlich auch irgendwie für Spieler so Multiplayer-Durchläufe, wo ihr euch Zeit nehmt. Und wo ihr sagt, ihr spielt es auch politisch korrekt. Das heißt, ich weiß nicht, dieses Spiel kann man... Man kann diese ganzen Strategiespiele sehr weit ausbreiten vor sich. Man kann mit Leuten sich absprechen, wie man es spielen will und hat stundenlang Spaß und kann sich auch an Momenten ergötzen, dass man sagt, nee, ich gucke meinen Leuten jetzt mal 3 Minuten zu, anstatt irgendwas zu machen, weil man es so schön findet und nicht erwarten muss, dass der Gegner jetzt gleich mit 500 Mann vor der Haustür steht. Spielt die Spiele mal so, genießt die Spiele, lasst euch Zeit, beobachtet die Animation, beobachtet, was passiert. Dann habt ihr viel mehr Freude und viel mehr Zufriedenheit, wenn ihr Spiele gespielt habt. Ihr könnt sagen, boah, diese Hütte, ich habe mir die jetzt ganz lange geguckt mit dem kleinen Feuer hier unten. Das ist auch cool gemacht, sieht hübsch aus. Oder auch die Animation von den Arbeitern, wie sie fischen. Dass ich das jetzt hier einfach komplett rode, um hier einen Hafen zu bauen. Ich hätte ihn doch hier bauen können, aber nein, ich wollte das roden. Alleine von der Tatsache her. Ich finde das gut. Hier oben, wer hat das Skelett gesehen? Also ich finde, dass die Spiele haben mehr verdient als schnelles Durchspielen. Ich werde gleich unsere Holzroder hier auch dazu benutzen, dass die hier einen Hafen bauen. Für die Jungsteinzeit brauchen wir nämlich 500 Nahrung. Das heißt, das eine oder andere Fischerboot sollten wir schon haben. Wir gehen jetzt hier die nächsten Bäume, eher hier, weil sie wissen, es bedarf an Holz bei uns. Und auch bald ein neues Wohnhaus, denn so ein Fischer braucht auch schlussendlich Rohstoffe und macht doch einen Platz von der Bevölkerungsdichte voll. Dieser hier, 7 von 8. Was haltet ihr von Age of Empires Definitive Edition? Ich finde es wunderschön. Also es ist mit Abstand eins der schönsten 2D-Strategietitel. Oh, hier ist ein Wal, guck mal. Cool. Das schreit doch förmlich nach 2 Fischern. Und danach, dass wir ihn nochmal losschicken, dass er erkundet, was wir wohl hier unten haben. Vielleicht finden wir Büsche.
Vielleicht sollten wir an diese Büsche herantreten. Wenn wir sie finden. Aber ich glaube, hier wird sich alles auf das Fischen in irgendeiner Weise konzentrieren. Jetzt hat er eine neue Aufgabe. Nämlich sollte er zu der einen Hütte eine zweite bauen. Hier ist unser Fischer, den wir jetzt zu den Walgründen schicken. So ist das gemacht, wenn Boote sich bewegen. Er wirft das kleine Netz aus wie früher, nur schöner. Ist ja auch logisch. Eine grafische Aufbesserung. Was sie an einigen Punkten ein bisschen vermissen lassen, sind leider die Genauigkeit. Ich sehe hier, dass unser Boot sich leicht im Wasser spiegelt. Das Haus nicht. Seht ihr das? Spiegelt sich nicht. Vielleicht war es nicht möglich mit den Gebäuden. Bin mir nicht sicher. Okay. Der zweite Fischer ist auch gleich da. Und den schicken wir hier mal hoch. Ah, er findet offene Fischgründe. Dabei handelt es sich um Thunfisch. Hier an der Küste ist das im Übrigen normaler Fisch. Der ist einfach allgemein gehalten von der Bezeichnung. So, wir haben jetzt gleich 500 Nahrung erreicht. Und erforschen die Jungsteinzeit, um andere Werkzeuge zu haben. Wer im Übrigen sozusagen wie dieses Spiel ein anderes sich mal angucken möchte, welches in der Entwicklung ist und bald rauskommt hoffentlich, zumindest in einer frühen Version, kann auch bei meiner Indie-Spiele-Vorstellung etwas zurückscrollen in der Playlist und findet irgendwann Neolithics. Neolithics ist ähnlich, aber anders. Ja, ja, er steht hier schon so bereit. Oh, da kann er gar nicht ran. Ist zu weit weg. Die Jungsteinzeit bedarf zwei Gebäude der Altsteinzeit. Also brauchen wir noch einen Kornspeicher oder eine Lagergrube. Ich würde eine Lagergrube bauen. Und zwar hier. Ich könnte das tatsächlich stundenlang einfach so spielen und das Dorf aufbauen. Und mit speziellen Dingen würde ich gerne kämpfen. Jetzt nicht damit, dass ich sage, wir müssen gegen Gegner kämpfen an sich. Nein, ich hätte gern Events. Ich hätte gern Eigenschaften, wie dass jetzt eine Krankheit ausbricht, dass einzelne Leute Probleme haben, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, nicht die normalen RTS-Kampf-Events, sondern spezielleres. Erinnert mich etwas an Cultures. Da konnte man auch zum Beispiel die Leute miteinander verheiraten und bekam nur so neue Arbeiter. So, jetzt können wir fortschreiten. Ab in die Jungsteinzeit. Versteht ihr mich so ein bisschen, was ich mir so hauptsächlich vorstelle? Ich stehe auf solche Spiele. Und ich stehe drauf, wenn sie detailliert sind und liebevoll. ...20% schon geschafft. Hier oben sehen wir es auch. Ach Mensch, muss ich gar nicht draufklicken. Hier oben sehen wir den Balken, wie er fortschreitet. Und dann verändern sich gleich visuell die Gebäude. Zumindest erwarte ich das. Gut gemacht. Und ich weiß, ich hätte auch alle drei an den Wal schicken können. Aber wollte ich nicht. Ich wollte es so aufteilen, dass jeder seinen eigenen Fischgrund hat. Seinen eigenen Fanggrund, meine ich. Die haben die Fische hier zum Beispiel jetzt völlig aufgebraucht. Suchen eigenständig weitere, gehen hier hoch, weil das wurde schon entdeckt und machen hier jetzt mit. So, die Steinzeit haben wir gleich hinter uns. Hinter uns gelassen.
Und da sieht man auch mal, wie schnell man sich auf die Gegend auswirken kann. Innerhalb kürzester Zeit haben wir Bäume gefällt, haben Fische hier vorne abgefarmt. Interessant wär's... Oh, wir haben's geschafft. So sieht's aus. Da. Steingebäude, kleine Mauern. Ihr Stamm hat die Techniken zur Herstellung verbesserter Steinwerkzeuge erlernt und ist in ein neues Zeitalter aufgestiegen, das sich Jungsteinzeit nennt. Mit diesen neuen Technologien blüht ihr Volk auf und erlangt einen Vorteil gegenüber anderen Gruppen in der Umgebung. Neue Technologien haben es ihrem Stamm ermöglicht zu wachsen, führten jedoch auch zu neuen Konflikten. Die Ausdehnung der Sahara hat benachbarte Stämme dazu gezwungen, in ihr Gebiet einzudringen und die Kontrolle über ihre Nahrungsquellen und Verteidigungsanlagen zu übernehmen. Brandschatzende Gruppen aus Oberägypten kamen über den Fluss herunter. Fangen Sie diese Eindringlinge ab und vernichten Sie sie, bevor diese ihre Dörfer infiltrieren und ihre Nahrungsvorräte stehlen. Das heißt, wir haben das erste Mal jetzt einen Gegner und beginnen auch gleich, denn in dieser Folge werden wir auch zeitgleich... Ah, wir fangen direkt an mit, Oh, wir haben Kämpfer. Das sind ägyptische Bogenschützen. Dann haben wir hier Axtkämpfer. Ich baue nicht, ich kämpfe wohl nur. Ägyptische Räuber. Erectus. Das Ziel ist, zerstöre die ägyptischen Räuber. Also ich rechne auch damit, dass wir das eine oder andere Gebäude vielleicht attackieren. Unsere Bogenschützen gehen vor. Schaut mal, wie die den Bogen halten. Auch toll gemacht. Gefällt mir. Und vielleicht sehen ja die Spieleentwickler jetzt einen vorweg mal Microsoft mit diesem Titel hier, dass die Spielegemeinschaft sowas braucht. Wir wollen ein neues Age of Empires. Ja, wir wollen ein neues Warcraft oder Starcraft. Wir stehen auf Strategie. Es wäre toll, wenn da dieses typische Ego-Shooter-Lootbox-Grinding-Spiel vom Markt verschwinden würde. So leid es mir tut. Ich finde, es gibt auch tolle Ego-Shooter, natürlich. Es gibt taktische, es gibt visuell ansprechende, tolle Story dahinter, aber ich finde, dass sich das PC-Spielen in eine zu schnelle, hektische und auch ziemlich nicht liebevolle Art und Weise entwickelt. Oh, hier oben ist der erste Gegner. Er hat uns entdeckt. Den haben wir erwischt. Ohne dass wir richtig gekämpft haben. So viele können das gar nicht sein. Ich meine, wir suchen gerade. Haben wir schon die ersten gefunden? Oh, da ist der erste Bogenschütze. Oh, der schreit aber ganz schön. Oh, wie er sich zurückzieht. Oh, jetzt haben sie ihn. Oh, wir haben einen verloren. Und das war's. Gut. Somit haben wir den ersten Kampf gesehen. Ihr Volk konnte die Angreifer zurückschlagen und ist vorerst in Sicherheit. Ihre Erfolge und die Bedrohungen durch mächtige Nachbarn haben kleinere Stämme dazu ermutigt, sich ihnen aus Sicherheitsgründen anzuschließen. Sie bieten Nahrung und Reichtum im Austausch für ihren Schutz an.
Sie haben damit begonnen, die ersten Fundamente für ein neues Konzept zu legen, das Königtum genannt wird. Die Zukunft Ägyptens verändert sich. Der große Pharao Narma versucht, die Königreiche von Ober- und Unterägypten zu einem vereinten Ägypten zusammenzuführen. Der Reichtum aus der Landwirtschaft entlang des Nilufers wird ihn dazu befähigen, seine Rivalen endlich zu besiegen. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Dörfer entlang des Flusses und erzeugen Sie einen Überschuss von 800 Nahrung, um Ihre Leute und Narmas Kämpfer zu versorgen. Übernehmen Sie zusätzlich die Kontrolle über den antiken Steinkreis von Nabta Playa, der sich in der Wüste in Richtung Westen befindet. Mit der Kontrolle über diese antike Ruine wird Narma Macht gegenüber seinen Gegnern demonstrieren. Seien Sie jedoch wachsam gegenüber benachbarten Völkern. Sie müssen diese nicht vernichten, aber seien Sie sich bewusst, dass Sie versuchen werden, Narmas Ziel, ein vereintes Ägypten, zu unterwandern. Große Aufgaben. Wir starten direkt, sind schon in der Altsteinzeit. Die haben wir auch erforscht gehabt. Haben hier einen Keulen. Knüppelschläger. Mehrere Knüppelschläger. Beginnen schon mal mit Sammeln der Nahrung. Und sehen auch, wir haben ganz andere Gebäude. Zwei Arbeiter bitte produzieren. Und wisst ihr was, meine Lieben? Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Wir sind jetzt in dieser weiteren Mission und nächstes Mal sehen wir dann mehr von der ägyptischen Kampagne, die als Einsteiger-Tutorial dient. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.